Wir wollen uns jetzt hier mal anschauen, wie wir zu einem Mittelwertmodell kommen für den diskontinuierlichen Betriebsmodus. Das heißt, wir werden uns wieder einen Tiefsetzsteller bzw. einen Bug-Converter angucken und schauen, wie wir diesen in ähnlicher Art und Weise ersetzen können, wie wir das beim kontinuierlichen Modus gemacht haben. Das heißt, von der Betrachtung her, wir gehen wieder aus vom Tiefsetzsteller, hier mit einem Schalter einer Diode an der Eingangsspannung UE. Haben dann die Induktivität am Ausgang wieder Kondensator mit paralleler Last, ein Lastwiderstand. Und jetzt wollen wir uns angucken, wie kommen wir auch hier zu einem Modell, dass wir hier das Schalternetzwerk ersetzen können, wieder durch zwei Quellen. Das heißt, was wir machen werden, ist, der Schalter wird wieder ersetzt werden durch eine Stromquelle, wie bei unserem bisherigen Modell. Das heißt, wir werden schauen, an dieser Stelle, welcher Strom IS fließt durch den Schalter und werden den Schalter dann entsprechend ersetzen durch eine Stromquelle mit dem Wert IS Mittel, sodass die Mittelwerte dort wieder stimmen. Und wir werden die Diode ersetzen durch eine Spannungsquelle. Das heißt, die Diode wird wieder ersetzt werden durch eine Spannungsquelle mit einem Wert UD Mittel. Das heißt, wir schauen uns dann auch hier wieder die Spannung UD an der Diode an. Und wir werden dazu jetzt benutzen wieder den Strom IL und die Ausgangsspannung. Das wird also ähnlich sein wie im kontinuierlichen Betriebsmodus. Tatsächlich wird es auch ein paar Unterschiede geben. Das heißt tatsächlich, diese Ströme und die Spannung, das heißt der mittlere Schalterstrom IS, der wird sein eine Funktion des Tastverhältnisses, des mittleren, des zeitlich veränderlichen, der Eingangsspannung und der Ausgangsspannung. Und hier an der Stelle die mittlere Diodenspannung, die wird eine Funktion sein, wenn wir später sehen, des mittleren Tastverhältnisses, der Eingangsspannung, der Ausgangsspannung und des mittleren Stromes, IL Mittel in der Induktivität, wenn wir das modellieren. Wollen wir das also jetzt betrachten? Zunächst mal rufen wir uns ins Gedächtnis, wie die Funktionsweise ist des Tiefsetzstellers im DCM-Modus. Das heißt, wir haben tatsächlich hier wieder das Steuersignal D von T, das den Schalter einschaltet. Wenn das auf High ist, auf 1, sei der Schalter eingeschaltet. Ist es auf Low, ist der Schalter ausgeschaltet. Wir nehmen jetzt aber an, dass wir jetzt hier eine derartige Belastung haben, das heißt einen relativ hohen Lastwiderstand und eine vergleichsweise kleine Induktivität, dass wir in den lückenden Betrieb, in den diskontinuierlichen Betrieb kommen. Das heißt, tatsächlich haben wir hier die Einschaltzeit D mal T. Aber wenn wir den Strom in der Induktivität betrachten, wird jetzt der Strom nicht mehr trapezförmig sein, sondern so einen dreieckförmigen Verlauf haben. Das heißt, er wird zunehmen von 0 auf einen Maximalwert, wird jetzt aber in der Ausschaltphase des Schalters komplett zu 0 werden und es ergibt dann hier einen dritten Schaltzustand, in dem sowohl Diode als auch Schalter ausgeschaltet sind. Das heißt, wir haben hier den ersten Zustand, der Schalter ist ein, die Diode ist aus, dann haben wir hier den zweiten Zustand, Schalter aus, Diode ein und wir werden den dritten Zustand dann haben, wo beide Bauelemente, der Schalter und die Diode, gleichzeitig aus sind. Und dann wollen wir jetzt diese Verläufe nutzen, um hier sozusagen die Gleichungen abzuleiten für den Strom durch den Schalter und die Spannung an der Induktivität. Das heißt, wir werden diesen Verlauf IL von T benutzen. Wir führen jetzt noch den Spitzenwert ein, IL Max. Das heißt, der Strom nimmt hier während der Einschaltzeit auf den Wert IL Max zu und nimmt dann während der Leitdauer der Diode auf 0 wieder ab. Wir bezeichnen jetzt dieses Intervall mit Delta T1. Dann haben wir das zweite Intervall, das wollen wir mit Delta T2 bezeichnen, zwischen dem Maximalwert des Stromes und bis der Strom zu 0 geworden ist. Und dann haben wir diese dritte Phase, wo wir Delta T3 einführen bis zum Ablauf der Periode, wo dann beide Bauelemente aus sind. Das werden wir also jetzt nutzen, um zum Beispiel hier den mittleren Stromverlauf IL Mittel zu definieren, den wir nachher benötigen werden. Jetzt schauen wir uns an. Tatsächlich wollen wir den Schalter und die Diode ersetzen. Wie sehen Schalterstrom und Diodenspannung aus? Das heißt, schauen wir zunächst den Schalterstrom an. Wenn wir den Strom IS betrachten, wird natürlich hier genauso wie beim normalen Tiefsetzsteller der Strom der Induktivität immer dann über den Schalter fließen, wenn der Schalter geschlossen ist während dieser Einschaltphase. Das heißt, wenn dieser Zeitdauer
Delta T1 von 0 bis zum Zeitpunkt Delta T. Das heißt, wir haben so einen dreieckförmigen Stromverlauf im Schalter. Der Strom nimmt von 0 auf den Wert ILmax zu und bleibt dann 0 für den Rest der Periode. Und dann wiederholt sich das von vorne. Das wird also hier der Schalterstromverlauf sein. Und dann schauen wir uns die Spannung an dieser Stelle an der Diode an. Wie wird die Spannung an der Diode aussehen? Zunächst, wenn der Schalter eingeschaltet ist und die Diode aus, wird die Eingangsspannung an der Diode anliegen. Das heißt, wir werden hier, wie beim Tiefsetzsteller im kontinuierlichen Betriebsmodus, die maximale Spannung UEmax kriegen, bis zu der Zeitdauer D mal T, das heißt hier während der Dauer Delta T1. Dann wird, solange die Diode leitet, wenn wir eine ideale Diode annehmen, der Punkt, wo hier Schalter und Diode angeschlossen sind, auf das Bezugspotenzial runtergezogen sein und die Spannung an der Diode wird hier 0 sein. Und jetzt, wenn an dieser Stelle Schalter und Diode gleichzeitig aus sind, werden wir an der Diode eine Spannung kriegen. Welche Spannung ist das? Dazu betrachten wir hier mal den Ausgangskreis. Tatsächlich haben wir hier die Masche mit Diode, Induktivität und dem Ausgangskondensator. Wenn jetzt hier der Strom IL zu 0 wird, dann wird wegen der Grundgleichung der Induktivität, UL ist gleich LD, IL nach DT, bei verschwindendem Strom auch die Spannung an der Induktivität 0. Das heißt tatsächlich in diesem dritten Intervall wird hier die Spannung UL über der Induktivität 0 werden und damit fällt an der Diode UD die Ausgangsspannung UA ab. Das heißt, die Spannung nimmt hier zu. Ein Tiefsetzsteller haben natürlich kleiner als die Eingangsspannung auf diesen Wert und während dieses dritten Intervalls haben wir dann hier die Spannung UA an der Diode und dann beim Einschalten des Schalters wieder auf UE und dann wiederholt sich das Ganze hier wieder periodisch. Das heißt, wir haben hier ein zweites Zeitintervall Delta T3, wo jetzt eine Spannung von 0 verschieden an der Diode auftaucht. Nach diesen Vorbetrachtungen können wir uns jetzt anschauen, wie wir zu diesen Termen kommen für die Mittelwerte des Schalterstroms und der Diodenspannung. Dazu müssen wir jetzt eigentlich nur noch diese Verläufe hier auswerten. Das heißt, fangen wir mal an. Wenn wir jetzt den Schalterstrom betrachten, könnte man hier wieder so einzeichnen. Das müsste irgendwo der Mittelwert sein. Das wäre IS Average. Was der ist, tatsächlich müssen wir jetzt hier das Integral eigentlich lösen über eine Periode. Machen wir das mit einer einfachen Flächenberechnung. Wir haben also hier diese Dreiecksfläche, die wir eigentlich bloß ausrechnen müssen und können dann sagen, an dieser Stelle IS Average müsste sein 1/2 Grundseite mal Höhe dieses Dreiecks multipliziert mit 1 durch T, das heißt 1/2 1 durch T mal IL Max mal Delta T1, wobei jetzt hier Delta T1 gleich D mal T ist, wenn D unser Tastverhältnis ist, beziehungsweise wenn wir jetzt hier die mittleren Größen einfügen, wird das D Mittel mal T sein, dieses zeitlich veränderliche Tastverhältnis. Das heißt, wir können auch schreiben an der Stelle IS Mittel ist 1/2 1 durch T mal D mal T, das Groß T kürzt sich, mal IL Max. Und das ist jetzt hier an der Stelle der Ausdruck für den mittleren Schalterstrom. Jetzt sehen wir hier aber, ich brauche da jetzt noch den Maximalwert des Stromes durch die Induktivität. Deswegen wollen wir den mal kurz berechnen. Ich habe zwar einen Ausdruck, um jetzt sozusagen die Quelle zu definieren, aber das hängt jetzt anders als beim kontinuierlichen Betriebsmodus nicht ab direkt vom Mittelwert des Stroms durch die Induktivität, sondern hier von dem Spitzenwert. Also schauen wir uns das kurz an. Wie kommen wir zu dem Spitzenwert? Der Weg, um zu diesem Spitzenwert zu kommen, IL Max, der ist wie folgt. Wir schauen uns hier an die Steigung. Wie ändert sich der Stromverlauf IL von T? Dann haben wir hier die Steigung. Das muss sein UE minus UA durch L. Das heißt tatsächlich wieder die Grundgleichung der Induktivität. UL ist gleich LD IL nach DT oder aufgelöst. Hier an der Stelle DIL nach DT ist UL durch L. Und jetzt haben wir hier in diesem
Fall, wenn wir den Schalter eingeschaltet haben, eine Spannung UL an der Induktivität, die die Differenz ist UE minus UA, wenn der Schalter geschlossen ist und die Diode sperrt. Also ist diese Steigung UE minus UA durch L. Dann können wir sagen, okay, tatsächlich, der Strom wird von 0 auf den Maximalwert IL max ansteigen. Das heißt, werten wir das aus, muss sein IL max an dieser Stelle das gleiche wie UE minus UA durch L. Die Steigung multipliziert mit der Zeitdauer. Das ist hier die Dauer Delta T1, beziehungsweise wenn wir hier wieder ersetzen und die Mittelwerte einsetzen, können wir sagen, das ist UE Mittel minus UA Mittel durch L mal D Mittel mal T. Und dann haben wir hier einen Ausdruck für an dieser Stelle I max L. Und das sind jetzt also Schaltungsgrößen, die wir erfassen können. Wenn wir das jetzt einsetzen in diese erste Gleichung, haben wir damit sozusagen schon einen Ausdruck für die Stromquelle definiert. Jetzt schauen wir uns aber noch an, wie kommen wir jetzt zu dem Mittelwert der Spannung an der Diode, das heißt UD Mittel. Dazu gucken wir jetzt dieses untere Diagramm an. Tatsächlich sehen wir, wir haben jetzt hier zwei Teilflächen, die einen Beitrag haben zu dem Gesamtmittelwert. Das heißt, wir müssen eigentlich die Flächen dieser beiden Rechtecke ausrechnen, davon den Mittelwert bilden über eine Periode, um an dieser Stelle die mittlere Spannung UD Mittel zu kriegen. Das heißt, wir haben hier jetzt irgendwo diesen Wert UD Mittler, ein bisschen niedrig. Das heißt, es wird ein bisschen größer sein, aber das ist eigentlich der Wert hier UD Mittel. Was machen wir also? Das ist, muss sein hier Delta T1 mal UE Mittel oder UE plus Delta T3 mal UA Mittel. Und das Ganze, weil es der arithmetische Mittelwert ist, mit 1 durch t multipliziert, beziehungsweise hier durch t geteilt. Wenn wir das jetzt weiter aufschreiben, dann sehen wir hier an der Stelle der erste Term, Delta T1 durch t, ist, wenn wir hier oben das wieder einsetzen, d Mittel mal UE Mittel. Das ist derselbe Term wie beim T-Stationären im kontinuierlichen Betriebsmodus. Und jetzt kommt aber ein zweiter Term hinzu. Wir haben jetzt hier plus Delta T3 durch T mal UA Mittel. Das heißt, für dieses Zeitintervall, wo sowohl Schalter als auch Diode ausgeschaltet sind, gleichzeitig wird jetzt die Spannung an der Diode größer werden und damit haben wir also hier einen zweiten Term drin. Das kann man auch so deuten, dass sozusagen beim Tiefsetzsteller im diskontinuierlichen Betriebsmodus auch die Ausgangsspannung größer sein wird beim gleichen Tastverhältnis im Vergleich zum kontinuierlichen Betriebsmodus, weil auch wieder der Mittelwert der Spannung an der Diode gleich der Ausgangsspannung sein muss. Dann schauen wir hier an der Stelle an, wie können wir das berechnen? Dazu brauchen wir jetzt diesen Wert Delta T3. Das heißt, wir brauchen die Zeitdauer dieses Intervalls hier, um das auszurechnen. Das wollen wir jetzt mal ausdrücken. Was ist Delta T3? Delta T3 muss sein von der Periodendauer, das was verbleibt, wenn wir davon abziehen, das Intervall Delta T1 und das Intervall Delta T2, wo jetzt hier an dieser Stelle der Strom abmagnetisiert. Das heißt, tatsächlich werden wir jetzt hier auch die Intervalllänge Delta T2 benötigen. Und jetzt kommt hier ein Trick rein sozusagen. Wir werden jetzt den Mittelwert des Stromes in der Induktivität benutzen, um an dieser Stelle den Wert Delta T2 zu bestimmen, und zwar in Abhängigkeit von dem Spitzenwert und der Zeitdauer Delta T1, weil Delta T1 kennen wir, da steckt unser Tastverhältnis d mal t drin. Das heißt, wenn wir Delta T2 ausdrücken können in Abhängigkeit von Delta T1 und ansonsten nur bekannten Schaltungsgrößen, haben wir hier auch wieder sozusagen nur die Abhängigkeit von der steuernden Größe von dem Tastverhältnis drin. Also machen wir das kurz. Dazu berechnen wir diesen Mittelwert des Stromes in der Induktivität, IL Mittel. Muss jetzt auch hier sozusagen über eine Flächenberechnung ermittelt werden. Wir könnten das Integral lösen. Tatsächlich sehen wir hier, das ist der Mittelwert dieses Verlaufs, also sozusagen die Dreiecksfläche gleichmäßig verteilt über eine Periode. Haben wir hier also IL Mittel ist gleich 1 halb 1 durch t mal
Grundseite mal Höhe. Das heißt hier Delta T1 plus Delta T2 mal IL Max. IL Max haben wir schon vorher ausgedrückt, hier durch die Größen in der Schaltung wollen wir jetzt nicht direkt einsetzen. Das Einzige, was wir jetzt hier machen, ist, wir wollen jetzt diese Gleichung an dieser Stelle auflösen nach Delta T2. Das heißt, wir drücken jetzt Delta T2 in Abhängigkeit von Delta T1 aus. Damit haben wir dann noch Delta T3 in Abhängigkeit von Delta T1 ausgedrückt und das wiederum steckt unser Tastverhältnis drin. Das heißt, dann haben wir wieder alle Schaltungsgrößen drin. Das heißt, hier können wir, wenn wir das auflösen, zunächst mal umschreiben, multiplizieren wir ein bisschen durch. IL Mittel mal 2 mal T durch IL Max ist an dieser Stelle das gleiche wie Delta T1 plus Delta T2 oder als Lösung jetzt hier Delta T2 ist an dieser Stelle 2 mal IL Mittel mal T durch I Max L minus Delta T1, wenn wir das rüberbringen auf die andere Seite, und jetzt haben wir hier an der Stelle dann unsere Zeitdauer Delta T2 ausgedrückt in Abhängigkeit von Delta T1, wo wiederum das Tastverhältnis drin steckt, und können dann damit jetzt auch Delta T3 bestimmen. Haben wir Delta T3 bestimmt, können wir hier UD-Mittel bestimmen und haben dann hier die Möglichkeit an dieser Stelle unser SPICE-Modell oder so unser Großsignalmodell aufzustellen. Das heißt tatsächlich, was wir jetzt haben, ist unser Mittelwertmodell. Wir haben jetzt hier einen Schalter ersetzt durch eine Stromquelle, IS Mittel. Wir haben auf der anderen Seite die Diode ersetzt durch eine Spannungsquelle, UD Mittel. Werden dann hier weiterhin die Induktivität haben, den mittleren Strom IL Mittel, Kondensator, Widerstand bleiben unverändert hier am Ausgang. Das heißt, hier fällt wieder die Spannung UA Mittel ab und tatsächlich werden wir dann hier das Mittelwertmodell im diskontinuierlichen Betriebsmodus haben. Was sind jetzt IS Mittel und UD Mittel? Tatsächlich die beiden Gleichungen, die ich hier mit 1 und 2 bereits beschriftet habe, wobei wir jetzt hier noch einsetzen könnten wiederum diese anderen Gleichungen, die wir abgeleitet haben. Das heißt, ich könnte jetzt hier sagen, in diese erste Gleichung setze ich noch diesen Ausdruck für I max L ein. In die zweite Gleichung hier könnte ich jetzt noch den Ausdruck für Delta T3 einsetzen, wobei ich in den Ausdruck für Delta T3 dann hier Delta T2 einsetze und dort auch wiederum I max L einsetze. Tatsächlich werde ich jetzt das in der Simulation, die wir uns gleich angucken, nicht so machen, sondern ich werde tatsächlich hier diese Gleichung zusätzlich nachbilden. Das heißt, ich werde hier eine Gleichung 3 haben, eine Gleichung 4 und eine Gleichung 5. Und die werde ich in LTSpice als gesteuerte Quellen genauso nachmodellieren wie die Gleichungen 1 und 2. Einfach, damit ich nicht so viele Fehler mache, wenn ich das ineinander einsetze. Das heißt, ich könnte es jetzt formal einsetzen, könnte es mal zumindest mal aufschreiben. Das heißt, hier könnte ich sagen, IS Mittel, wenn wir das einsetzen aus dieser Gleichung 1, muss ich hier bloß einsetzen, das IL Max, 1 halb D mal IL Max war das, 1 halb D mal UE Mittel, minus UA Mittel durch L und jetzt hier mal D Mittel mal T, also D Mittel Quadrat mal T, weil wir schon das eine D Mittel dort hatten. Das ist sozusagen der Wert, den wir hier für diese Stromquelle haben. Und für UD Mittel müsste ich jetzt mehrere Gleichungen nacheinander einsetzen. Zum einen bleibt hier vorne dieser Term D Mittel mal UE Mittel, den wir auch hatten beim Tiefsetzsteller. D-Mittel mal UE-Mittel. Und jetzt haben wir den zweiten Term plus Delta T3 durch T mal UA-Mittel. Das UA-Mittel kann ich einfach schon so hinschreiben. Und jetzt ersetzen wir das Delta T3 durch T. Lass mal das Delta T hier draußen davor. Und jetzt setzen wir hier das Delta T3 ein. Das Delta T3 kriegen wir aus dieser Gleichung raus, aus der Gleichung 4, wo wir aber gleichzeitig die Gleichung 5 einsetzen, ist dann also T minus Delta T1. Delta T1 ist aber D Mittel mal T minus Delta T2.
Und Delta T2 haben wir jetzt hier gerade abgeleitet, ist 2 mal IL Mittel mal T wiederum minus Delta T1. Achtung, machen wir hier die Klammer drumherum, minus Delta T1, was wiederum D Mittel mal T ist, geteilt durch hier vorne IL Max. Und für IL Max können wir wieder den Ausdruck von vorhin einsetzen. Und dann kommen wir hier auf die Gleichung. Dann sehen wir schon, warum ich das nicht direkt einsetzen werde. Etwas Unansehnliches. UA D Mittel mal UE Mittel plus UA Mittel durch T mal T minus D Mittel mal T minus 2 IL Mittel mal T durch UE Mittel minus UA Mittel durch L multipliziert mit D Mittel mal T minus D Mittel mal T. Und das entspricht jetzt hier sozusagen der Gleichung für diese steuernde Quelle. In diesem zweiten Fall, wo wir die Diode ersetzen. Und wir sehen, das hier ist ein ganzes Stück komplizierter eigentlich als beim Tiefsetzsteller. Interessanterweise ist es aber so, dass das dynamische Verhalten einfacher ist. Das heißt, wir werden gleich sehen, wenn wir uns die Simulation angucken, das ähnelt eher einem PT1-Verhalten als einem PT2-Verhalten. Das heißt eigentlich, wenn wir hier noch einen Ersatzserienwiderstand beim Kondensator drin haben, haben wir eigentlich so ein PDT1-Verhalten, was sich dann hier ergeben wird. Das heißt, wir haben hier wieder sozusagen eine Schaltung. Für die gemittelten Größen, wir haben hier eine Steuergröße D-Mittel, unser mittleres Tastverhältnis, was hier drauf gehen würde. Und diese gesteuerten Quellen sind jetzt natürlich Funktionen von einer ganzen Reihe von Größen, wie wir gerade abgeleitet haben. Dann schauen wir uns das mal in der Simulation an. Hier auf der einen Seite links ein geschaltetes Modell von einem Tiefsetsteller. Das ist eigentlich das gleiche Modell, was wir uns schon angeguckt hatten bei der Simulation für die normale Mittelwertbildung im kontinuierlichen Betriebsmodus. Und hier auf der rechten Seite habe ich dann das Mittelwertmodell jetzt aber für den diskontinuierlichen Betriebsmodus dargestellt. Das heißt, wir sehen hier, der Schalter ist ersetzt worden durch eine Stromquelle. Und ich habe jetzt hier tatsächlich drin, I ist gleich ein halb VD mal V von IL Peak. Das heißt, hier habe ich tatsächlich ersetzt diese Gleichung für diesen Mittelwert des Stromes, ein halb Tastverhältnis multipliziert mit dem Spitzenwert des Stromes durch die Induktivität, und den errechne ich hier unten sozusagen über eine andere gesteuerte Quelle als V von UE minus UA durch L mal D mal die Periodendauer. Das heißt, ich brauche hier noch zusätzlich als Parameter definiert an der Stelle die Induktivität, den Induktivitätswert und auch die Periodendauer an dieser Stelle. Und genauso habe ich dann noch hier die Zeitintervalle Delta T3, Delta T2 definiert und hier für die Spannung an der Diode, die Mittelwertspannung an dieser Stelle, die Gleichung eingesetzt, VD mal UE plus VA mal Delta T3 durch T an dieser Stelle, wobei dann hier diese Quellen die anderen Größen berechnen. Ansonsten sehen wir hier, die restlichen Schaltungsparameter sind gleich. Wollen wir also das vergleichen, wenn die Simulation starten. Jetzt bloß vorher ein warnender Hinweis, werden wir auch gleich sehen. Bei diesen DCM-Modellen müssen wir, zumindest bei dem, was wir jetzt hier betrachten, vorsichtig sein. Es kann manchmal sein, dass wir nicht den Arbeitspunkt erreichen, und auch so Einschwingvorgänge sind manchmal nicht ganz korrekt, weil zum Beispiel auch Wandler, die im diskontinuierlichen Betriebsmodus arbeiten, kurzzeitig während des Starts zum Beispiel in den kontinuierlichen Modus gehen können. Das heißt, wir werden gleich sehen, da gibt es eine Abweichung während des Startes, wohingegen dann im stationären Zustand die Werte gleich sind, und für Kleinsignaländerungen aus dem stationären Zustand werden wir dann hier dasselbe Verhalten kriegen. Schauen wir uns das also an. Dann sehen wir hier jetzt also, oben habe ich die Spannungsverläufe. Einerseits rot jetzt der Verlauf von dem geschalteten Modell, blau der Verlauf von dem Mittelwertmodell, und unten die Ströme in der Induktivität. Und wir sehen hier,
zum Beispiel, wir haben am Anfang hier eine Abweichung. Und diese Abweichung, wenn wir uns gleich angucken, wird jetzt daraus resultieren, dass eigentlich der Wandler, das geschaltete Modell im kontinuierlichen Betriebsmodus ist. Bei 10 Millisekunden, wenn wir jetzt hier einen Tastverhältnissprung haben, das heißt unsere Steuergröße, die wieder auf unsere Strecke drauf geht, wird einen Sprung machen. Und dann werden wir sehen, für diesen Sprung, diesen kleinen Signalsprung, sind jetzt die Änderungen identisch. Das heißt, hier wird das Mittelwertmodell, das blaue, mit dem roten übereinstimmen, genauso der Stromverlauf. Das schauen wir uns jetzt mal an. Das heißt, hier an der Stelle, dass das reicht für die Betrachtung, können wir die Simulation abbrechen. Wir schauen jetzt zunächst mal an, sozusagen hier für diesen Kleinsignalsprung, wenn wir im stationären Arbeitspunkt sind. Und dann sehen wir hier sehr schön der blaue und der rote Verlauf. Deckungsgleich, wir sehen also wieder das Mittelwertmodell, die Ausgangsspannung ändert sich hier kontinuierlich. Man sieht schon sehr schön, diese Sprungantwort ist jetzt so diese typische Ladefunktion von einem Kondensator, das heißt hier so die Sprungantwort eines PT1-Systems, das wir ganz eindeutig sehen. Und wir sehen auch hier Mittelwert und geschaltetes Modell stimmen relativ gut überein. Wir sehen auch sehr schön die Welligkeit. Interessant ist jetzt bei diesem DCM-Modell, wenn man jetzt hier genau reinguckt, Farbe ein bisschen anders, sieht man sehr schön, dass wir jetzt hier an der Stelle auch für diese Ströme, die ja eigentlich diskontinuierlich sind, trotzdem sehr glatte Mittelwertverläufe hier kriegen. Das heißt, hier schlagartig bei dem Sprung nimmt der Strom in der Induktivität zu. Tatsächlich haben wir aber einen relativ glatten Mittelwertverlauf, aber das ist ausreichend, um sozusagen diese Dynamik zu beschreiben. Das heißt, wir können es auch hiermit wieder Regler auslegen. Jetzt wollen wir nur nochmal zurückgucken an den Anfang der Simulation. Was ist hier anders? Was war das Problem und wo man auch vorsichtig sein muss bei diesen Modellen für den DCM-Modus, wenn die nicht automatisch wechseln können? Wenn man jetzt hier genau reinschaut, sieht man hier schon das Problem, die Abweichung sozusagen. Wir sehen hier, der blaue Verlauf vom Mittelwertmodell und der rote Verlauf sind hier nicht deckungsgleich, sondern wir haben eine relativ große Abweichung. Woran liegt das? Schaut man sich die Stromverläufe an, hier diesen Stromverlauf IL1, sehen wir, tatsächlich hier sind wir nicht im lückenden Betrieb, sondern hier haben wir eigentlich kontinuierlichen Betriebsmodus, damit eigentlich auch ein geändertes dynamisches Verhalten von dem System. Und unser Mittelwertmodell, was eigentlich hier so einen ja, mittleren Strom von einem diskontinuierlichen Betrieb macht, wird eben nicht dasselbe dynamische Verhalten beschreiben. Deswegen haben wir hier diese Abweichung in erst nach Ende des Einschwingvorgangs haben wir dann dasselbe dynamische Verhalten, solange wir dann nicht den Betriebsmodus verlassen und sind dann hier in diesem stationären Zustand, wo dann die Mittelwerte relativ gut übereinstimmen. Was bringt uns jetzt dieses Modell? Dieses Modell bringt uns jetzt natürlich wieder die gleichen Vorteile, die wir auch haben bei den Modellen für den kontinuierlichen Betriebsmodus. Einerseits simulieren wir schneller mit so einem Mittelwertmodell, wobei wir aufpassen müssen, wie gesagt, dass nicht für alle Betriebszustände das natürlich stimmt. Das heißt, wenn wir fälschlicherweise in kontinuierlichen Betriebsmodus sind, dann haben wir natürlich schlechte Ergebnisse. Was aber natürlich ein Vorteil sein wird, und das gucken wir jetzt gleich an, ist, wir können das Bode-Diagramm ermitteln. Das heißt, wir können jetzt hier für dieses Tastverhältnis, was jetzt eigentlich hier von dieser Pulsquelle kommt, können wir auch einfach sozusagen eine AC-Quelle einsetzen und können dann unser dynamisches Verhalten mittels des Bode-Diagramms beschreiben, wobei uns der Simulator das abnimmt, was wir nicht mit diesem geschalteten Modell machen können.